Verzeihen spielen. Wichtig, um Altes loszuwerden und neu anzufangen, leichter zu starten, Ballast abzuschütteln. Ihr nehmt euch ein Blatt Papier und schreibt einfach nur mal drauf: Ich verzeihe. Und dann wartet ihr. Und dann kommt euch vielleicht ein Name in den Kopf. Dann schreibt ihr auf den Namen. Und wenn viele Namen kommen, dann schreibt ihr die alle untereinander. Jeden Namen einzeln. Ich verzeihe, warten und aufschreiben. Dann nehmt ihr ein neues Blatt für jede Person und schreibt: Ich verzeihe XY, also den Namen, Komma, das. Und dann kommen euch wieder viele Sachen in den Kopf. Was verzeiht ihr ihm? Was verzeiht ihr dieser Person? Und ihr denkt euch immer: Ich verzeihe bla 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 das, und schreibt auf, was da kommt. Dann wieder von vorn: Ich verzeihe bla 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 das, und ihr schreibt es auf. Und das macht ihr so lange, bis nichts mehr kommt. Das war der erste Part. Der zweite Part ist, dass ihr mit dem Blatt Papier in den Wald geht oder irgendwo draußen an einen See, ans Meer, irgendwo hin und wirklich draußen, nicht im Raum, richtig laut sagt: Ich verzeihe da 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 das. Und dann verzeiht ihr das und in dem Moment gebt ihr das ab. Ihr könnt es ans Universum abgeben, ihr könnt es in die Luft abgeben, ihr könnt es an einen dicken Baum abgeben, ihr könnt es auch an Mutter Erde abgeben, die ist groß genug. Selbst wenn alle Milliarden Menschen was abgeben, schafft die das. Also jeden Satz verzeiht ihr wirklich, indem ihr ihn abgebt. An die Umwelt, an die Natur, an die Erde. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr es wirklich, wirklich verziehen habt, erst dann nehmt ihr das Blatt, zerknüllt es und verbrennt es. Und dann sollte dieses Verziehene weg sein und vor allem euch nicht mehr belasten. Ihr werdet dann freier sein, ihr werdet leichter sein, ihr werdet euch glücklicher fühlen. Und es ist so schön, einfach so ein paar Dinge, die auch manchmal schon Jahre her sind, zu verzeihen, und man geht viel leichter durchs Leben. Und manchmal, wenn die andere Person auch verzeiht, trifft man sich sogar wieder und kann neu starten. Dann probiert es mal aus.